Und heute werden wir das mit Abstand schlechteste Café in ganz Roblox eröffnen, okay? Mein Ziel ist es, dass die Kunden, die kommen, sagen, das hier ist wirklich ein 1 von 5 Sterne Café. Dafür müssen wir uns natürlich hier einmal das Starbucks Café aneignen. Aber zum Glück ist da gerade niemand, der so tut, als ob er arbeitet. Weil sonst hätten wir die noch feuern müssen. Aber das hier ist jetzt mein neues Café. Ich muss mich natürlich erstmal passend umziehen. Da gehe ich einmal nach hinten hier in den kleinen Umkleidebereich. Und um zu zeigen, dass wir es ernst meinen, wir haben jetzt hier unsere kleine Uniform an. Aber ich glaube, eine Kopfbedeckung wäre nicht schlecht. Ich finde hier keine, die so richtig schreit, hallo, wir sind ein wunderbares Café. Deswegen denke ich, nehmen wir einfach den Dino-Hut. Ich finde der Dino-Hut, ne, der hat einiges. So, ich finde den ganz niedlich. Ich finde den gut. Der zeigt auf jeden Fall, Sicherheit geht vor. Ich glaube, es ist ein Fahrradhelm. Ich will ganz ehrlich sein, ich glaube, es ist ein Fahrradhelm. Aber ich finde den cute und ich warte jetzt mal auf meinen ersten Kunden. Oh, perfekt. Ich glaube, da kommt jemand. Oh ja, die kommt in den Starbucks. Hi, schönen guten Tag. Wie kann ich helfen? Hi, ich hätte gerne einen Kaffee. Okay, kein Problem. Wir sind ein Café. Dafür sind wir da. So, dann gucken wir mal. Kaffeemaschine ist hier. Zack und bang. Können wir direkt... Oh, immer ein bisschen reinge... ich würde nicht sagen reingespuckt, aber ne, auf jeden Fall habe ich mal eine Kostprobe genommen. Aber der sieht, glaube ich, ganz gut aus. Perfekt. So, dann einmal hier. Oh, hoppala! Hey, was soll das? Hoppala, sorry. Habe ich wohl den Kaffee ein bisschen verschüttet. Aber ich mache dir direkt einen neuen. Warte eine Sekunde. Das war wohl nichts. Hier, wir können einmal einen neuen Kaffee machen. So, perfekt. Ja, 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 der sieht gut aus. So, das macht dann einmal 5 Euro, bitte. Hier, bitteschön. Okay, das hat eigentlich ganz gut funktioniert bisher. Bitte bewerte unser Café. Ach, davon träumst du. Das Café hier ist richtig furchtbar. Mein ganzes Outfit ist ruiniert. Okay, perfekt. Wir haben unseren ersten zufriedenen Kunden, der uns hoffentlich eine 1-Sterne-Bewertung da lässt. Gucken wir mal, wer als nächstes kommt. Oh, perfekt. Da ist jemand auf dem Weg. Schönen guten Tag. Willkommen bei Starbucks. Wie kann ich helfen? Hi, ich hätte gerne einen Milchshake und vielleicht noch einen Donut. Kein Problem. Milchshakes sind aus, aber was ich dir anbieten kann, ist ein köstlicher Zaubertrank. Kein Problem, ich mache dir den sofort. Ich will keinen Zaubertrank. Ach was, natürlich. Jeder will den Zaubertrank. Der ist super. Okay, also eine Scheibe Toast hattest du gesagt. Und einen Zaubertrank. Okay, was er nicht weiß ist, ich mische einfach alle Milchshakes, die wir haben, mit ein bisschen Kaffee. Ihr kennt das ja, wenn man so ein bisschen verschiedene Säfte, verschiedene halt, ne, Sachen mischt. Manchmal sieht es nicht so schön aus, aber man weiß nie, was bei rauskommt. Und ich denke, mit einem Zaubertrank können wir unser Menü hier aufpäppeln. So, zack, den nehmen wir, den mischen wir. Und, das ist ein bisschen braun geworden, aber ist ja oft so, wenn man Sachen mischt. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus. Wenn man es nicht weiß, denkt man, es ist Schokomilch. Perfekt. Hier, kleiner Junge, einmal deinen Zaubertrank und einmal deine Scheibe Toast. Was? Toast? Ich wollte keinen Toast. Ach, Quatsch. Hast du doch gesagt. Okay, das macht dann 15 Euro, bitte. Okay, lass mich mal diesen Zaubertrank probieren. Pfui, Deibel, der ist ja ekelhaft. Was hast du denn da reingemischt? Boah, warte. Oh, ich glaube, der wirkt da hinten in die Pflanze rein. Das ist natürlich nicht ideal, aber es ist, was man nicht tun muss, um hier ein 1-Sterne-Café zu erlangen. Da bezahle ich sicher keinen Cent für. Das ist ja abartig hier. Okay, ein weiter zufriedener Kunde. Perfekt. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, die Kopfbedeckung wird langsam ein bisschen warm. Ich ziehe die mal ab. Ach, schon viel, viel besser. Okay, so Leute, ich glaube, der Junge war schon mal auf jeden Fall mit dem Zaubertrank ein bisschen unzufrieden. Aber ich habe noch eine gute Idee. Und zwar, unsere Karte ist, genau, die ist hier drüben. Und was wir jetzt machen, ist, wir fügen ein Gericht hinzu. Und das nenne ich Überraschungsdessert. Und der Trick an der Sache ist, ach, ihr seht selber. Oh, perfekt, da ist auch schon ein Kunde. Schönen guten Tag, Miss. Oh, hallo, ich hätte gerne das Überraschungsdessert. Das klingt cool. Ja, ja, das kommt sofort. Keine Sorge. Okay, Leute. Und zwar das Überraschungsdessert. Pass auf. Ist gar kein Dessert. Sie denkt jetzt, ich stelle ihr diesen Kuchen hin. Aber was sie nicht weiß. So, einmal hier, bitteschön. Okay,
Ja, sie denkt, sie hat jetzt einfach diesen Kuchen gekriegt. Aber 1, 2, 3 und bam! Ah, oh mein Gott, was? Was ist passiert? Warum habe ich überall Kuchen im Gesicht? Das ist das Überraschungsdessert. Ich wette, sie war auf jeden Fall verwundert. Okay, aber gucken wir mal, ob sie sonst irgendwelche Beschwerden hat. So, hat der Kuchen gut geschmeckt? Der Kuchen war steinhart. Ich konnte den nicht mal schneiden. Ah, das liegt daran, dass es gar kein echter Kuchen war. Der war doch nur aus Gips gegossen. Mit einem Kern aus, keine Ahnung, flüssigem Tortenguss, der schon abgelaufen war. Was? Oh mein Gott. Ich hau sofort ab hier. Ich erzähle das all meinen Freundinnen. Perfekt. Leute, wenn das so weitergeht, dann haben wir hier wirklich bald das schlechteste Café in ganz Brookhaven. Ich glaube, das ist ganz promising. So, mein nächster kleiner Prank, sage ich mal, nett gemeint, ist, wir müssen hier was dran ändern, damit trotzdem noch Leute kommen, okay? Weil ich glaube, es spricht sich ein bisschen rum gerade, dass es nicht so super hier ist. Aber wenn ich ein Schild draußen dran mache, Moment, gratis WLAN. Die Leute lieben kostenloses Internet. Und ich glaube deswegen, wenn ich mich hier jetzt ein bisschen hinstelle, so, ich hänge das Schild mal hier rein, dann sollte ich auf jeden Fall ein paar neue Kunden anlocken können. Hi! Oh, hi, was gibt's? Ich habe gehört, hier gibt's gratis WLAN. Ja, ganz genau, das hast du richtig gehört. Was ist denn das Passwort? Das Passwort ist 123 Starbrooks. Okay, cool, danke. Oh, perfekt. Ich sehe schon, sie hat ihr Tablet rausgeholt und ist jetzt hier auch im Internet drin. Okay. Oh, wie cool, dass es jetzt hier WLAN gibt. Meine Mama lässt mich zu Hause nie in Ruhe Roblox spielen. Warte, was ist das denn? Oh mein Gott, habe ich jetzt ein Virus auf meinem Tablet? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warte, das liegt sicher an dem komischen WLAN hier. Nein, ich wünschte, ich hätte es nie ausprobiert. Ich glaube, mein Tablet ist kaputt. Nein, Mist, oh mein Gott, nein. Hallo? Hallo, ist hier jemand an der Kasse? Hoppala. Hab mich ganz, ablenken lassen. Selbstverständlich ist hier jemand an der Kasse. Schönen guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich bin schon etwas älter und meine Zähne funktionieren nicht mehr so gut. Deswegen hätte ich gerne einen Salat, aber nur so die weichen Sachen, so die Tomaten. Ein paar Salatblätter sind okay, aber ansonsten, ja, hauptsächlich Tomaten. Ja, gar kein Problem. Setzen Sie sich ruhig hin. Okay, danke. So, dann einmal hier, bitteschön. Hier ist Ihr Salat. Lassen Sie sich's schmecken. Salat? Wo ist das denn Salat? Das sind Tacos. Da ist zwar ein bisschen Salat drin, aber das sind doch hauptsächlich die Schalen. Das kann ich doch nicht essen mit meinem Gebiss hier. Ah, so ein Saftladen. Entschuldigung? Ja? Ich möchte gerne mit Ihrem Manager sprechen. Mit dem Manager? Ja, ganz genau, mit dem Manager. Wer hat das Sagen hier? Das bin ich. Kein Problem. Was ist Ihre Beschwerde? Ach, das ist wirklich seine Kunden so zu behandeln. Das ist eine Frechheit. Ich werde auf jeden Fall auf Google und auf Yelp werde ich eine 1 von 5 Sterne Bewertung da lassen. Da werden Sie mal sehen, was Sie davon haben. Auf Wiedersehen. Alles klar, Leute. Ich glaube, wir haben unsere Mission erfolgreich erfüllt. Ich habe ein 1-Sterne-Café in Brookhaven aufgemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.